Willkommen zu Guidos Galaxis. Mein Name ist Guido Schwarz, ich bin der Leiter des Swiss Space Museums. Wie ihr vielleicht wisst, haben die Apollo-Astronauten bei ihren Ausflügen zur Mondoberfläche Experimente ausgeführt und Bodenproben gesammelt. Und diese Proben haben sie in so kleine Lunar Sample Bags eingepackt. Aber alles der Reihe nach. Zuerst mussten die Astronauten den Mondboden betreten. Und das war keineswegs ein Spaziergang. Was viele nicht wissen, Neil Armstrong war beim Aussteigen mit einer Sicherheitsleine am Lunar-Modul befestigt. Und wäre er nun zum Beispiel in metertiefem Mondstaub eingesunken, so hätte er sich zurück in die Mondfähre retten können. Diese Leine hier ist im Training von Apollo 13 verwendet worden. An beiden Enden sind spezielle Haken angebracht, um die Leine am Mondanzug und an der Mondlandefähre zu befestigen. Armstrong ist, wie wir alle wissen, nicht eingesunken. Und so konnten er und sein Kollege Buzz Aldrin die Mondoberfläche erkunden. Und dabei wurde nichts dem Zufall überlassen. Jede Minute war geplant und in Checklisten eingetragen. Diese Checkliste stammt aus dem Training von Apollo 14. Und wenn wir nun diese Seite aufschlagen, dann sehen wir hier den Vermerk Unstow SWC. SWC ist die Abkürzung für das berühmte Schweizer Sonnenwindexperiment. Diese simple Konstruktion bestand aus einem Stativ, das Buzz Aldrin in den Mondboden steckte, und einer Aluminiumfolie, die er schließlich ausrollte. Mit der Folie hat man kleinste Partikel eingefangen, die von der Sonne ins Weltall geschleudert werden. Und dieses Experiment musste man ganz am Anfang der Außenbordaktivitäten aufstellen, damit man möglichst viele dieser Sonnenpartikel einfangen konnte. Buzz is erecting the solar wind experiment now. Dieses Experiment wurde übrigens an der Universität Bern entwickelt und gebaut. Es war das einzige nicht-amerikanische Experiment, das mit Apollo 11 zum Mond geflogen ist. Und weil es ein bisschen aussieht wie eine Fahne und noch vor der amerikanischen Flagge auf dem Mond aufgestellt worden ist, wird immer wieder gerne die Geschichte erzählt, dass die Schweizer Fahne als erstes auf dem Mond stand. Wie schon gesagt, haben die Apollo-Astronauten unter anderem Mondmaterial eingesammelt. Insgesamt 382 Kilogramm haben die Astronauten der 6 Mondlandungen mit zur Erde zurückgebracht. Die einzeln verpackten Mondproben haben sie in solchen Lunar Rock Bags eingepackt und schließlich in einem luftdichten Behälter zurück zur Erde gebracht. Noch ein Wort zum Mondstaub. Dieser ist nicht ganz ungefährlich, denn er besteht nicht aus rundgeschliffenen Körnern wie zum Beispiel Sand am Meer. Stattdessen sind die einzelnen Partikel scharfkantig und deshalb so gefährlich wie Asbest. Dies hier ist replizierter Mondstaub. Und wenn ich dieses Glas nun kippe, dann sehen wir, dass dieser Staub aufeinander sitzen bleibt. Und das ist eben wegen diesen scharfen Kanten. Und das sieht man auch ganz schön in diesen Bildern von Buzz Aldrins Fußabdruck. Dieser verfließt nicht, sondern die Sohle des Stiefels wird scharfkantig im Mondstaub abgebildet. Auch wenn die Apollo-Missionen durch einen politischen Wettlauf zwischen den beiden Großmächten USA und Sowjetunion in Angriff genommen worden sind, so kann man mit gutem Gewissen sagen, dass sie enorm wichtig für die Zukunft der Raumfahrt und Weltraumforschung waren. Auch haben sie gezeigt, wozu der Mensch technisch fähig ist, wenn er etwas erreichen will. It's one small step for man. One giant leap for mankind.
Und während sich die Apollo-Astronauten 385.000 Kilometer von der Erde auf dem Mond befanden, da bildeten solche Headsets die einzige Verbindung zwischen Mond und Erde. Dazu aber mehr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ad Astra.